Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Force of Nature. Wir haben das letzte Mal angefangen, dass wir die Säulen hier, diese Bäume, aktiviert haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mir extra einen Notizzettel hier gemacht. Wir haben zuerst Solar, dann Nashira und dann Norma aktiviert. Und jetzt ist Capella dran. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es klappt. Nö. Also Capella war es nicht. Okay, wir müssen nochmal. Also Solar. Tja, das wird wahrscheinlich jetzt halt einiges an Hin- und Her-Gehüpfe. Das können wir leider nicht ändern. Solar. Nashira. Norma. Da müssen wir halt jetzt leider hinlaufen ein Stück. Aber das ist ja auch nicht so weit. Mal gucken. Also ich denke mal schon, dass wir es rausbekommen auf jeden Fall heute. So. Norma ist aktiviert. Jetzt wäre... Moment, ich sollte mir eigentlich mal die Tore alle aufschreiben. Das hätte ich vorher schon mal machen sollen. So, wir haben ja noch... das mache ich jetzt mal schnell. Capella. Wir haben Canopus. Bei Perseus ist ja der Geist, ne? Da sind wir zu Hause. Dann haben wir Apollo. Und dann müsste jetzt noch einer fehlen, ne? Solar, Nashira, Atlas. So. Wir haben 7 Stück, genau. Dann probieren wir... Ich muss unbedingt mich an die Reihenfolge halten. Sonst komme ich echt durcheinander. Also macht das am besten auch, dass ihr euch das notiert. Welche Tore habt ihr aufgebaut? Wie heißen die alle? Und dann macht die immer der Liste von oben nach unten durch, bis ihr die Reihenfolge habt. Also, dann gehe ich jetzt halt nach Capella. Aber Capella war es ja nicht. Also gehen wir jetzt halt nach Canopus. Yes. Damit habe ich Canopus als viertes. Ups. Dann gehen wir jetzt nochmal nach Capella. Jawohl, und das ist sogar das nächste. Jetzt ist natürlich die Chance 50-50. Ne? Wir haben noch Apollo und wir haben Atlas. Atlas ist oben dran, also gehen wir zuerst nach Atlas. Jawohl, und es war tatsächlich das Atlas. Okay, und dann kann es eigentlich nur noch Apollo sein als letztes. Errungenschaft freigeschaltet, Ancient Magic. Gut. Und jetzt halt gehen wir quasi nach... Verdammt. Ja, man kommt irgendwann, kommt man echt durcheinander. Nach Perseus. Sag ich doch, nach Perseus. So, und da müsste es ja dann jetzt weitergehen. Also Reihenfolge wissen wir. Bei mir war es jetzt das Solar, Nashira, Norma, Canopus, Capella, Atlas, Apollo. Im Grunde bei euch werden die Namen anders sein von den Portalen. Also von daher
So, schauen wir mal. Oh. Ich spüre, die Luft hat sich gewandelt. Hast du das Ritual vollenden können? Und endlichen Dank, ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Die Trockenlegung der Sümpfe wird noch Jahre dauern, aber es hat bereits begonnen und nichts kann die Rückkehr des Waldes mehr aufhalten. Was auch immer dir noch zu tun bleibt, ich möchte dir zur Seite stehen. Wunderbar, jede Hilfe ist hier von großem Nutzen. Wald gelebt, warum gibt es Sümpfe? Warum sind die Zauberer fortgegangen? Okay, wir haben quasi jetzt sie befreit. Wunderbar. Damit haben wir Flora als die nächste Geistin. Also die erste weibliche Geistin. Sagt man Geistin? So. Bring mich nach Haus. So. Jetzt ist aber ja immer noch die Frage, wie geht's jetzt dann weiter? Weil wir müssen jetzt wahrscheinlich das nächste Tor dann auch aktivieren, oder? So, jetzt schauen wir erst mal, was wir hier so alles drin haben. Ich werde jetzt definitiv 100 Mal hin und her rennen, weil ich wieder irgendwas vergessen habe. Also, hier kommt erst einmal der Müll rein. Habe ich noch Müll? Nein, habe ich keinen mehr. Wir füllen unser Gekochtes auf. So. Wir packen Bernstein und Rubin in die Truhe. Na, und schon geht's los, ne? Ich hätte eigentlich gleich das Fell da oben reintun können. Das Raufell. Da muss ich auch unbedingt Schränke herbauen. Aber die Schränke, die sind halt etwas anders, ne, ist das Problem. Das haut mit meiner ganzen Bauerei haut das nicht hin. Ich hatte halt gedacht, dass wenn ich die Kisten halt aufstocke, haben wir ja mehr Platz. Aber die Schränke sind halt wirklich genial, ne. Da gibt's nix. So, die Stücke sind voll. Die Stämme kann ich doch da raus tun wieder. Die passen jetzt auch nicht da rein. Dann warte mal. So. Bretterwäsch. Tja, jetzt gehen die aber trotzdem nicht rein. Oh Gott. Ich habe zu viel Stöcke. Gift halt, die Krallen, die kommen auch hier rein. Asche- und Kleberzutaten sind das nämlich. Oh, wir könnten die auch gleich durchlaufen lassen, ne? Ich habe schon ein bisschen Asche gemacht. Aber ist ja egal. So, dann habe ich die nämlich raus. Wir können die Maske zerlegen, weil die habe ich. Kriege ich wahrscheinlich wieder Äste, oder? Ja. Okay. Klebstoffzutaten, da können wir die Netze mit reintun. Da habe ich ja nur Salzwasser drin. Da habe ich Fahrt. Okay. Wir können die Pilze nach oben tun. Ich weiß immer nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Ist das Problem, ne? So, wir haben den Sumpfdill. Wir haben das Zuckerrohr. Wir haben das Fleisch. Ich denke mal, wenn ich den Punkt des Spiels schon gekannt hätte, hätte ich komplett anders gebaut. Aber wirklich komplett anders gebaut. Wie kann ich leider jetzt auch nicht sagen. Ich hätte halt einfach anders gebaut. Halt, warte mal, Höhlenloot. Da kommen nämlich dann die rein. Dann tun wir noch die Splitter weg. Wir haben auf jeden Fall noch Matt, um Tore aufzubauen. Und die werden wir wahrscheinlich auch bald brauchen.
So. Ich gehe wieder zu meinem Müllplatz. Schmeißen die Dinge raus. Da habe ich den Jade. Also Jade habe ich echt extrem viel, ne? Das ist halt nur Kupfer und Eisen, was nicht so gut ist. Ich glaube, ich lasse das so, wie ich es habe. Wobei ich nicht weiß, ob ich die Sachen dann noch brauchen werde, wenn wir in das nächste, in den nächsten Abschnitt gehen. Ich würde jetzt gerne mal zum Tor gehen. Also da, wo die Portale sind. Setze Naturgewaltensplitter ein. Moment, ich muss das wieder mal vorbereiten. Jawohl, obwohl das eh alles ausgegangen ist. Würde ich sagen, schauen wir doch mal in das letzte Portal. Ne? Das ist das letzte, das ist das vierte Portal. Gucken wir mal, da wird es jetzt wahrscheinlich arschkalt sein. Ganz klar. Das ist schon der Rand ist jetzt schon vereist gewesen. Ja. Minus 11. Wir verlieren natürlich Leben, ist ganz klar. Okay, wir müssen auf jeden Fall zurück. Wir müssen schauen, dass wir... Es ist halt jetzt Nacht, ne? Das ist das Problem. Achso, ich kann den nirgends hinsetzen, ne? Erst hier irgendwo. Okay, aber das ist ja auch schon mal was. Na komm her. Schade, dass man die nicht umbenennen kann, ne? Naja, gut. Das ist natürlich die Frage, ne? Ich sitze jetzt einfach mal da am Weg, ist egal. Zack. So, also ein Ding haben wir gesetzt. Ein Portal, das bringt uns aber jetzt gar nichts. Wir brauchen jetzt im Grunde... ...den Schneidertisch. Und müssen schauen, was wir uns machen können. So. Wir brauchen halt hier dieses Isoliergewebe, ne? Machen können wir es. Schneidertisch oder Webstuhl? Am Webstuhl brauchen wir Faserdill. Habe ich da schon was hergestellt? Nee. Schauen wir mal, wie es am Schneidertisch ist. Isoliergewebereste, okay. Na ja, gut, die habe ich ja nicht. Also insofern muss ich dann hier mit dran arbeiten. Machen wir mal 4 Stück. Ich hätte mir das Rezept gleich mal raustun sollen, aber ist egal. Ich glaube, ich mache eine neue Schneiderei.
So, was wäre jetzt sinnvoll? Vielleicht erst einmal die Stiefel. Wir können. Oh, wir haben. Nee, wir haben Pelz nicht, ne? Wird von bestimmten Gegnern fallen gelassen. Das heißt, ich muss da rein und muss schauen, dass ich die Wölfe mir schnapp, ne? Ich würde nämlich schon gerne, wenn da die Pelzstiefel machen, als die leichten Pelzstiefel, ganz ehrlich. Lebenmäßig, ich hab eigentlich alles da. Wir gehen jetzt halt nochmal hin. Achso, ja, wir müssen ja zum Naturgewalten-Dingsbums. Es müsste jetzt halt aber auch dann Tag werden, weil meines Wissens nach ist die Reise durchs Tor auch zeitmäßig eine Verschiebung. Wenn wir sehen. Nein. Wir haben tiefste Nacht. Nein! Verdammt. Ah, rein mit dir. Ja, sorry. Dumm jetzt. So, ich lasse das natürlich eingeblendet und ich mache hier gleich mal. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber wir kriegen hier nur Bretter raus. Ich muss schauen, ob ich von den Wölfen was bekomme. Ja, wir kriegen von denen den Pelz. Zweimal Pelz. Ich will das jetzt riskieren. Die könnte wirklich besser sein, oder? Drei. Klaue. Ja, ja, kommt her, kommt her, kommt her. Lass mich mal schützen, bitte, hier ein bisschen zumindest. Ja. Kommt her. Also damit haben wir auf jeden Fall schon mal einiges an Pelzen. 6 Stück. Das ist doch schon mal ganz gut, oder? Ja, ihr könnt ruhig herkommen, wenn ihr wollt. Bevor ich durchs Tor gehe. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, ne? Ich hätte natürlich auch einfach meinen Geistli holen können, aber warum soll ich den denn die ganze Zeit belästigen hier? Also, wir holen uns mal ganz kurz am Webstuhl das Material noch. So, Pelzstiefel, die haben wir gesagt, die machen wir. Ich mache mal das Rezept raus, weil wir brauchen die Verschlüsse. Oh Gott, wir brauchen 2 Verschlüsse. Oh. Verschluss brauche ich ein Jadeblech und ich habe kein Jadeblech. Jadeblech brauche ich ja wieder Kupfer, Eisen. Oh Gott. Schauen wir mal. Jadebarren. Ist gut, dass ich die schon hergestellt habe. Jadeblech. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt halt mal 5, 6 Stück. Wir machen alle, weil wir müssen sowieso noch herstellen. Wir müssen die Verschlüsse herstellen und die werden wir für alle Teile brauchen. Halt, nein, wir dürfen nicht alle machen.
Ich brauche Jadebleche auch noch so. Weil vielleicht brauche ich auch Jade. Warte mal. Machen wir noch 3. Sicher ist sicher. So, 2 haben wir ja schon mal. Nee, haben wir nicht. Weil ich den rausgenommen habe. 2 haben wir ja schon mal. Dann können wir hier am Schneidertisch einmal die Verschlüsse machen. Mit Blechhammer, dann brauchen wir Rauleder. 3 Stück und wir brauchen 5-mal den reißfesten Faden. Gut, damit können wir die Pelzstiefel schon mal herstellen. Das waren schon die, ne? Genau. Geldschutz 5, alles klar. Machen wir. Das tun wir auf die 1. Das tun wir alles auf die 1 drauf, weil die brauchen wir nicht mehr. So, als nächstes die Hose. Da nehmen wir natürlich dann die Pelze. Oh, 6 Pelze brauchen wir da. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall auch Verschlüsse, wie ich es gesagt habe, ne? Halt, warte mal. Wir machen die Pelzstiefel raus. Wir machen die Pelzhose rein. Ich schau gleich mal, ob ich tatsächlich Jadebarren brauche. Außer für die. So, da brauchen wir auf jeden Fall keins. Dann wäre das nächste die Pelzrüstung. Nein. Die Pelzhandschuhe. Auch nein. Pelzmütze. Die können wir auch nicht herstellen, aber brauchen wir auch keinen Barren. Große Tasche haben wir ja schon. Okay. Dann brauchen wir die nicht. Das heißt, wir können tatsächlich alle Barren zu Blechen verarbeiten. Tja, die Heiltränke sind jetzt alle, ne? Dann brauchen wir 7 Rauleder. Oh, warte mal, wir können doch. Irgendwas schon herstellen. Ach, jetzt habe ich da oben drauf geguckt. Da brauchen wir 7 Pelze. Da brauchen wir 3 Pelze. Na gut, wir haben zu wenig Pelze, ne? Pelzmütze brauchen wir 5. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal hin. Aber wir haben schon mal die Stiefel. Das ist die Hauptsache. So, das lasse ich jetzt auch mal drin. Schauen wir mal, ob ich das alles in den Korb reinbekomme. Da haben wir einen leeren Korb. Zack. Dann haben wir das schon mal raus. Das lassen wir jetzt einfach drin. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also von daher. Aber ich habe ja sonst nichts an. Warte mal, dann gehen wir. Genau, elegante Stiefel. Dann gehen wir hier mal her. Und dann tauschen wir später die. Oder warte mal, ganz einfach. Dann tue ich die eleganten Stiefel jetzt halt hier auf die 1. Und hier tauschen wir dann so Stück für Stück aus. Das ist doch am besten. Willkommen in der Kälte, ne? Wow. Und ich bin schon sehr gespannt, was es geheißen hat. Es wird komplexer.
darf nicht zu lang rumtrödeln, ey. Mit dem Essen. Komm, komm, komm. Solange ich ja noch in der Nähe bin vom Tor, ne? Und ich glaube, es wird jetzt halt auch gerade wärmer. Also der Tag fängt langsam an. Aber das sind alles Felle. Ich brauche doch die Pelze. Nicht zu weit weg von dem Tor. Ja. Komm mal noch einen. Da muss ich, glaube ich, doch was wollte ich sagen? Ich bin gerade so konzentriert. Die Heiltränke herstellen. Aha. Komm, ich brauche eigentlich nur noch einen Pelz. Ah ne, ich habe ja schon 6 Stück. Okay, dann lass uns zurückgehen. Yes. Yes, yes. Das ist schon mal ein guter Anfang. Auf jeden Fall ist das schon mal ein guter Anfang. Ah, du bist krumm. So, jetzt brauchen wir noch 7 Rauleder. Und wir brauchen noch 8 von den Fäden. Zack. Und so können wir uns jetzt die Pelzhose schon mal herstellen. Gut. Das nächste ist dann natürlich die Pelzrüstung. Tue ich auch gleich mal raus. Halt, bleib drauf. So, zack. Und dann können wir uns nämlich die Pelzrüstung. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Kälteschutz von 12, ne? 7, 5. Wir haben mehr maximale Gesundheit, mehr Ausdauer. Wir haben schnellere Laufgeschwindigkeit. Perfekto. So würde ich dann sagen, dass wir auch das nächste Mal weitermachen. Weil wir müssen ja noch ein bisschen was herstellen. Ich denke, dass ich noch mal ganz kurz Jadebarren herstelle. Ich tue mal das Rezept auch raus. Ich habe wieder die Perlen vergessen. So. Dass ich noch ein paar Jadebarren herstellen werde. Auf jeden Fall. Das wäre nämlich wichtig. Salzwasser, da tun wir das Salz mit rein. Und ja, dann machen wir beim nächsten Mal quasi weiter. Wir setzen unsere Rüstung, halt die oberen 3 hier, die setzen wir noch Stück für Stück zusammen. Und dann so schauen wir uns um, ne? Eine andere Chance haben wir ja eh nicht. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.